Also dieser Druck auf der Arbeit kann natürlich also auch unterschiedlich sein, ja. Und da gibt es vielleicht so den Druck selbst kann man ja nicht nehmen, sondern der besteht, hat natürlich also Auswirkung auf die Familie. Aber man kann vielleicht, es kommt drauf an. Jetzt hat der Bruder Mohammed was von der Baustelle gesagt. Es gibt andere, die arbeiten jetzt nicht unbedingt eine Baustelle. Wobei Baustelle ist jetzt also jetzt nicht was Negatives, Arbeit ist immer positiv, ja. Und vielleicht haben andere Verantwortung auf der Arbeit beispielsweise und der Druck wächst und das spiegelt sich nachher bei der Familie. Also hat jemand auf der Arbeit Verantwortung, so sollte man versuchen, die Verantwortung, die man auf der Arbeit hat, damit dieser Druck auch sozusagen diese Belastung ein bisschen rausnimmt, wenn man in einer Baustelle beispielsweise arbeitet und das sind viele Stunden, harte Arbeit, ja, dass man auch versucht, praktisch der Druck, der zu Hause entsteht, aus welchem Grund auch immer, entweder man ist zu lange auf der Arbeit oder die Frau ist überfordert mit den Kindern, weil sie zwei, drei Kinder unmittelbar hintereinander sind, ja, und dann schafft sie das aus welchem Grund auch immer nicht praktisch die Arbeiten zu Hause nachzukommen. Wobei, wer das wirklich ernst nimmt, also Kindererziehung und zu Hause, das ist wirklich ein Knochenjob, ist das. Und ich sage das jetzt nicht einfach nur so, weil ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Wir waren also 13 Geschwister und weiß, was meine Mutter, rahimallah, geleistet hat. Genauso weiß ich auch, was auch meine Frau hier leistet. Habe auch dann zahlreiche Kinder. Von daher, ich weiß, dass es also Knochenjob ist. Und Job meine ich jetzt nicht, das ist jetzt, sondern das ist wirklich Arbeit. Und ich als Kind habe auch dann meine Mutter oder Jugendlicher immer aktiv geholfen. Ich weiß, als wir noch in Marokko waren, als kleines Kind, dann musste also Wasser geholt werden. Da war ich 8 Jahre beispielsweise, dann Wasser geholt, weil im Haus ja kein fließendes Wasser war. Das heißt, also, es muss geholt werden von außen. Da war es einen halben Tag unterwegs und meine Mutter konnte nicht immer das, sie hat Teil mitgeholfen oder einkaufen gegangen, zu Fuß. Da war also, das ist schon eine Arbeit, die nicht zu unterschätzen. Bedauerlicherweise unterschätzen das die Brüder, und sie benehmen sich manchmal unwürdig. Unwürdig, weil sie sagen, sie sind Muslime und schätzen diese Arbeit nicht und schätzen, dass die Frau zu Hause nicht nachkommt oder überfordert ist. Das schätzen sie nicht. Stattdessen sind sie eher draußen oder vertreiben ihre Zeit mit dem Handy oder treffen sich mit ihren Kumpels oder. Das ist also ein miserables Bild von einigen Geschwistern. Nicht alle, aber von einigen Geschwistern ganz bestimmt. So, jetzt aber, wenn jemand tatsächlich also das Leben ernst nimmt, die Erziehung ernst nimmt, die Frau ernst nimmt, zu Hause ernst nimmt und hat auf der Arbeit Druck, so soll er natürlich suchen, diesen Druck, der auf der Arbeit entstanden ist, auch so ein bisschen eine Entlastung, so dass er, wenn er nach Hause kommt, auch die Kraft hat, etwas aufzufangen, was liegen geblieben ist. Er hat was ja auch sehr wichtig. So, wenn jemand Verantwortung hat, dann kann er zu Hause, kann er vielleicht auf der Arbeit vielleicht delegieren, also einige Arbeiten auf andere Schulter zu legen. Ich kenne auch Geschwister, die haben auch ein Home Office. Sowohl also vor allen Brüdern, die auch dann 60% zu Hause sind. Also kenne einige, nicht wenige, sind also zahlreich, die auch dann zu Hause aktiv sind, mashallah, tabarakallah. Und wichtig dabei, wenn man versucht, diesen Druck rauszunehmen, auch zu Hause, wenn die Frau überfordert ist, beispielsweise,
So spricht man meine Geschwister von zwei Arten des Verstand. Zwei Arten von Verstand. Merkt euch das. Zwei Arten von Verstand. Ein Teil des Verstand ist derjenige, der Information speichert. Und der zweite Teil ist der kreative Verstand. Also einmal der Information speichert, das andere ist also was kreativ ist, der Verstand, der kreativ ist. Wenn du den Tag beginnst und du weißt, du hast 17 Sachen zu erledigen, 15 Sachen zu erledigen, 9 Sachen zu erledigen, ich weiß nicht was, aber so sagt, dann weißt du, was du zu erledigen hast. Ja, das heißt, du weißt, welche Angelegenheiten du nachkommen musst. Doch mit dieser Belastung und diesem Druck wird dein Verstand erschöpft. Das heißt, du wirst geistig erschöpft. Wenn du zu Hause auch noch körperlich arbeiten musst, wie zum Beispiel die Frauen, wenn sie meistens zu Hause sind, dann ist das also Wäsche, Mittag, Kindergarten, hin und zurück und jenes und dieses und so weiter. Und vielleicht noch einkaufen, vielleicht zum Amt, vielleicht zum Arzt und so weiter und so fort. Das ist also eine Belastung. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, die Angelegenheiten, denen ich nachkommen will, schreibe ich mir auf. Zum Beispiel, ich habe heute 7 Sachen, die schreibe ich mir besser auf. Das heißt, jeden Tag versuche ich mir das aufzuschreiben, denn ich den Dingen, die ich nachkommen will. Nun, welchen Nutzen habe ich, wenn ich das aufschreibe, meine Geschwister? Wenn ich mir das aufschreibe, dem ich nachkommen möchte, dann entlaste ich den Teil des Verstand, der speichert. Der wird entlasten. Ja? Und schalte den Teil ein, der für die Kreativität ist. Warum das Ganze? Warum? Der geistige Teil für die Kreativität zuständig ist, wird mir dabei helfen, die Zeit besser einzuteilen. Und so kann man diesen Druck, der entsteht, ja, auch vielleicht mal eine Entlastung, das heißt, diesen geistigen Teil, der speichert, entlastest du. Dafür ist der Kreativteil aktiv für die Zeiteinteilung. Und so kannst du dein Zeiteinteilen oder Zeitmanagement, wie man so schön schreibt, besser einteilen. Wer das versucht, der wird feststellen, dass es wirklich funktioniert. Ja, das funktioniert auch. Und ihr werdet es erleben, wenn ihr das versucht, inshallah.